Zu links, zu utopisch, zu Klima. Zu kaufen, die Wochentaz, die neue linke Wochenzeitung, immer samstags neu am Kiosk. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei der Taz und zum Taz-Gespräch auf der Buchmesse Leipzig. Ich sage erstmal unserem Gast guten Tag, hallo und willkommen, Isolde Harim. Hallo. Hallo. Ein genauso herzliches Willkommen geht an Sie, die Sie jetzt hier am Taz-Stand sind. Und ich begrüße auch alle, die jetzt beim Taz-Talk per Livestream zusehen. Das Buch, über das wir sprechen werden, heißt Die Qualen des Narzissmus, erschien im Jolnay Verlag. Die Printausgabe hat 224 Seiten und kostet 24 Euro. So, mein Name ist Peter Unfried, ich bin Chefreporter der Taz, Chefredakteur unseres Magazins Taz Futur 2, sehen Sie hier unten, für Zukunft und Politik. Und wir haben 45 Minuten, werden zunächst zu zweit sprechen. Und dann, wenn Sie Fragen haben, gerne stellen, auch im Chat. Und wir werden die dann, oder ich werde sie nicht, aber Isolde wird sie beantworten. Ich muss erst mal fragen, duzen wir uns? Ja. Ja, okay. Also darf ich Ihnen als allererstes den Menschen vorstellen, um den es heute geht. Isolde Harim ist Philosophin, Publizistin, Kuratorin des Kreisky-Forums in Wien, geboren in Wien, lebt in Wien, Und ich würde Sie in der Tendenz als unideologische Linke bezeichnen, falls das nicht ein Widerspruch in sich selber sein sollte. So, das war jetzt ein Versuch eines Witzes, der ist aber offensichtlich nicht ganz gelungen. Ja, macht nichts. Also, die Qualen des Narzissmus, ich zitiere Taz Futur 2, deshalb habe ich es auch hingestellt, ist eine spektakuläre Analyse, wer wir wirklich sind. Im Gegensatz dazu, wer wir denken, dass wir sind. Wir alle sind Narzissten und wenn überhaupt, können wir das erst ändern, wenn wir verstehen, dass das so ist, Isolde. Habe ich das einigermaßen zusammengefasst? Naja, ist ein bisschen verknappt. Gut, das ist ja die Idee, wenn man es in drei Sätzen macht. Genau. Okay, wir werden das jetzt entfalten in seiner ganzen Pracht. Will aber erstmal ganz knallhart eine Sache anschneiden, Isolde. Und zwar habe ich in der Vorbereitung eine Veranstaltung auf YouTube gesehen, in der man dich als the one and only bezeichnet hat. Und das hat doch sicher deinen Narzissmus bedient. Ich wusste gar nichts davon. Also warum sind wir alle Narzissten? Wir denken ja, wir sind keine. Warum sind wir alle Narzissten? Ich glaube, man muss vielleicht anders herangehen. Ich glaube, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist das Besondere an unserer heutigen Gesellschaft, an unserer heutigen Situation? Und diese hat sich gegenüber den letzten 40, 50 Jahren radikal verändert. Und ich habe sozusagen versucht zu fassen, worin besteht eigentlich diese Veränderung? Ja? Und es geht jetzt nicht darum, also die Antwort, die ich gebe, ist, es gibt sozusagen in jeder Gesellschaft Formen und Strukturen, die die Leute dazu bringen, dass sie mit den bestehenden Verhältnissen einverstanden sind. Das besagt der Untertitel, nämlich freiwillige Unterwerfung. Freiwillige Unterwerfung findet in jeder Gesellschaft statt. Die Frage war also, wie funktioniert freiwillige Unterwerfung heute? Das heißt, wie funktioniert das, dass wir heute freiwillig mit den bestehenden Verhältnissen einverstanden sind, auch wenn sie oft gegen unsere Interessen sind? Ja? Also wie stellt sich das her? Das war die Frage. Und die Antwort darauf ist eben Narzissmus. Und ich glaube, das Erste, was man sagen muss bei diesem Befund, weil der ist ja relativ, also den werden wir ja dann ausführen, es geht nicht darum zu sagen, die Menschen sind heute alle so schlecht, die Menschen sind heute so egoistisch, früher war das besser. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum zu sagen, wir leben heute in gesellschaftlichen Verhältnissen, die uns allen, ob wir es wollen oder nicht, abverlangen,
dass wir narzisstisch sind. Das ist der Grundgedanke mal, also als allererste Annäherung. Es ist sozusagen heute eine gesellschaftliche Notwendigkeit und eine gesellschaftliche Anforderung. Also ich habe jetzt einen Beruf, von dem ich mir einbilde, dass es nicht nur eine Erwerbsarbeit ist, damit ich meine Miete bezahlen kann, sondern das füllt mich aus. Ich denke, dass ich damit die Welt voranbringe, alles Mögliche. Ich arbeite hart und nicht nur 40 Stunden. Und das mache ich, weil ich ein Idiot bin, oder? Ist das? Ich bin voll in einem System und reingefallen. Naja, es ist nicht reinfallen, weil das klingt so, wie wenn es eine Falle wäre. Es gibt ja auch niemand sozusagen, der diese Falle stellt. Sagen wir so, die kapitalistischen Verhältnisse, die kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse haben sich verändert, indem sie nämlich narzisstisch überformt wurden. Das war vor nicht allzu langer Zeit noch gar nicht der Fall. Also vor nicht allzu langer Zeit wurde zusätzlich oder gegen oder in Ergänzung zu den Marktverhältnissen, wo man ja ein Eigeninteresse und einen Eigennutz verfolgt, gab es aber Bereiche, die davon ausgenommen waren, zumindest sozusagen idealerweise. Die Familie, die Liebe, die Kunst, das sollte alles nach ganz anderen Kriterien funktionieren. Und gerade das sollte quasi die Marktverhältnisse auf eine paradoxe Art und Weise stützen. Und wir haben, es wurde also sozusagen sehr viel Moral aufgewandt, sehr viel Religion. Es gibt sehr viele Vorkehrungen, Pflichtbewusstsein, um sozusagen diesen Egoismus oder Eigensinn oder Eigennutzen, den es innerhalb der ökonomischen Verhältnisse bedarf, um das einzugrenzen. Das war sozusagen das, was wir bisher kannten. Heute aber leben wir in einer ganz neuen Art von Gesellschaft. Und die versuche ich sozusagen in den Blick zu bekommen. Und diese neue Art von Gesellschaft, die funktioniert so, dass sie den Narzissmus nicht eingrenzt, nicht einhegt, nicht reduziert, sondern fördert, abverlangt, steigert durch ganz viele Mechanismen. Für mich ist es ganz wichtig zu sagen, und das ist vielleicht einer der zentralen Punkte. Ist es zu früh, wenn ich jetzt schon auf den zentralen Punkt komme? Nee, komm gerne auf die zentralen Punkte. Der zentrale Punkt für mich ist, dass der Narzissmus nicht nur eine psychische Disposition ist, also etwas, was sich innerhalb von uns abspielt, sondern es gibt auch etwas, ich habe das objektiven Narzissmus genannt, also einen Narzissmus, der innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse funktioniert. Wie funktioniert der? Der funktioniert dadurch, dass wir heute alle ständig Beurteilungen, Bewertungen, Rankings, Likes, wir sind dem alle ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht. Und diese ständige Beurteilung ist eine ganz perfide Form, diesen Narzissmus zu befördern. Nämlich, was liegt dem zugrunde? Dem liegt zugrunde, dass als ob man das narzisstische Ideal, wir haben eigentlich noch gar nicht darüber gesprochen, was Narzissmus ist, das müssen wir noch nachholen. Also müssen Sie mir jetzt mal glauben, dass das narzisstische Ideal übersetzbar wäre in den ersten Platz, der Beste, der Sieger, der den ersten Platz einnimmt, der mit den meisten Likes, mit den besten Bewertungen. Man muss sehen, dass da immer die gesamte Person bewertet wird. Das ist nicht nur, dass die Leistungen bewertet werden, sondern die gesamte Person wird beurteilt, bewertet. Und jetzt ist sozusagen das Versprechen, und das ist wirklich ein perfides Versprechen, das perfide Versprechen lautet: Die Konkurrenzverhältnisse sind unerbittlich. Wir alle leiden darunter. Aber es gibt einen Ausweg, einen scheinbaren Ausweg. Und der lautet, wenn du der Beste bist oder die Beste, wenn du die meisten Likes hast, wenn du diesen Anforderungen der Beurteilung und Bewertung, also den objektiven narzisstischen Skalen, mit denen wir heute alle zu tun haben, diese Rangordnungen, ja, wenn du sozusagen der Erste in der Rangordnung bist, dann entgehst du der Konkurrenz, weil dann bist du nicht mehr vergleichbar, dann bist du einzigartig. Das heißt, wir leben in einem System einer vollkommenen Austauschbarkeit mit dem Mythos
einer Einzigartigkeit, mit einem narzisstischen Mythos, dass wir etwas Besonderes sind. Und dieser Besonderung, dieser Einzigartigkeit, der rennen wir hinterher mit all unserer Kraft. Das ist sozusagen das, was uns anspornt. Was passiert da? Da passiert, dass die gesellschaftlichen Anforderungen eine Art Allianz eingehen mit unseren inneren Bedürfnissen. Das ist, glaube ich, das, was wirklich entscheidend ist. Das heißt, wenn wir unserem Begehren folgen, wenn wir unseren Wünschen folgen, dann erfüllen wir die gesellschaftlichen Vorgaben. Wenn wir unserem Begehren nachgeben, dann unterwerfen wir uns, nämlich den bestehenden Verhältnissen. Und das ist die Verschiebung. Bis vor ganz kurzem hat man sich ja eigentlich unterworfen, wenn man von seinem Begehren abgesehen hat, wenn man seine Wünsche reduziert hat, wenn man gesagt hat, ich verzichte auf meine Wünsche, dann unterwerfe ich mich. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die so funktioniert, dass wenn ich meinem Begehren folge, wenn ich meinem inneren Drang folge, dann unterwerfe ich mich den gesellschaftlichen Forderungen und Verhältnissen. Und das heißt, das macht eine unfassbare Verstrickung aus, weil man möchte ja seinem Begehren folgen. Jetzt müssen wir aber doch mal nochmal zur Verteidigung irgendwie unserer Aufbruchsbewegung einer liberalen Gesellschaft sagen, es ist ja nicht alles schlecht. Ne? Also wir sind aufgebrochen, 68, aus einer sehr verkrusteten autoritären Gesellschaft. Der Vater, der Lehrer, der Pfarrer, der Chef, alles irgendwie Autoritätsfiguren, denen man zu gehorchen hat, haben wir alle ad absurdum geführt. Wir sind jetzt unser eigener Chef und alles irgendwie. Und im Grunde ist es jetzt aber so, dass du sagst, um jetzt mit psychoanalytisch mit Freud irgendwie zu sprechen, das Ich-Ideal hat das Über-Ich abgelöst. Also das waren Figuren des Über-Ichs und jetzt haben wir ein Ich-Ideal, das heißt, mein Ideal bin ich selber, oder wie verstehe ich das? Genau, also es war so, also erstens mal zu dem ersten Satz, den du gesagt hast, es ist nicht alles schlecht. Ja, genau das ist ja das Problem. Es ist ja gar nicht, dass das Schlechte nur das Problem ist, sondern dass das Gute immer zugleich schlecht ist. Wir haben eine Gleichzeitigkeit von Ermächtigung und Unterwerfung. Wenn das nicht so wäre, wäre es ja nicht so schwierig. Ja? Also mein Konzept ist, dass wir Gesellschaften hatten, die über Ich-Figuren, über Ich-Strukturen funktioniert haben. Was heißt das? Über-Ich-Figuren, das sind Autoritäten, ja? Äußere oder verinnerlichte Autoritäten. Das ist Moral, das ist die Vorgabe eines Gesetzes, wo sozusagen gesellschaftlich vorgegeben wird, was erlaubt und was verboten ist. Und das Über-Ich arbeitet mit der Schuld, mit dem schlechten Gewissen, ja? Dagegen hat man sich, wie du zu Recht sagst, aufgelehnt, auch gegen diese Über-Ich-Figuren, die Autoritäten verkörpert dargestellt haben. Und was wir jetzt haben, ist aber, wir sind nicht in der Freiheit angelangt. Wieso sind wir, das war sozusagen auch eine meiner Fragen, wieso waren wir eigentlich so erfolgreich im Abbau dieser Über-Ich-Strukturen? Weil das war ja erfolgreich. Wieso sind wir so erfolgreich darin gewesen, Moral abzubauen, also sozusagen moralische Zwangsverhältnisse? Warum war das so erfolgreich und trotzdem sind wir heute nicht in einer befreiten Gesellschaft? Weil wir nämlich uns sozusagen jetzt heute in der Situation befinden, dass wir uns in der Herrschaft des Ich-Ideals leben. Das heißt, der Übergang von einer nicht-narzisstischen oder weniger narzisstischen Gesellschaft zur narzisstischen Gesellschaft ist der Übergang vom Über-Ich zur Herrschaft des Ich-Ideals. Narzissmus heißt nicht, das glaube ich, jetzt ist der Moment, wo ich sagen kann. Narzissmus heißt nicht einfach Egoismus, wie man es im Alltagsverständnis versteht. Das ist auch nicht nur einfach ein aufgeblähtes Ego, eine Egozentrik. Narzissmus, ich borge mir da einen Begriff oder eine Begrifflichkeit von Sigmund Freud. Borgen insofern, als Freud einen sehr präzisen Begriff von Narzissmus entwickelt hat, aber um eine Pathologie, um ein Defekt, um ein Nicht-Funktionieren zu beschreiben. Und ich borge mir jetzt diesen Begriff. Man ist immer versucht zu glauben, das ist wie ein Kommentar. Und ich borge mir jetzt diesen Begriff, um etwas Nicht-Pathologisches
zu beschreiben, um eine neue Normalität zu beschreiben, wie Gesellschaft heute funktioniert. Das heißt, ich übernehme diesen Begriff nicht eins zu eins, aber ich borge ihn mir aus. Und dieser Begriff besagt, Narzissmus, ein Narzisst ist nicht einfach der Egozentriker, sondern das ist derjenige, der sich seinem Ich-Ideal, das Ich-Ideal ist sozusagen die Vorstellung, die bessere Version unserer selbst, ein unerreichbares Ideal, der sich diesem Ideal unterwirft. Er wird von dem Ideal angezogen, das hat eine unglaubliche Attraktion, das ist ein Sog, ja? Und gleichzeitig und löst sozusagen auch eine irrsinnige Tätigkeit aus. Wir wollen dieses Ideal werden und gleichzeitig ist es unerreichbar. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Ressource, die plötzlich gesellschaftlich angezapft wird. Es ist eine, sozusagen eine Ressource, so wie du gesagt hast. Ich arbeite sozusagen viel mehr, als ich muss. Das ist natürlich, es ist sozusagen das, was diesen Überschuss erzeugt. Ja, das ist das, dass wir diesem Ideal nachrennen und dieses Ideal tritt uns aber, das ist auch interessant, das Ideal ist immer sowohl ein individuelles als auch das Ideal einer Zeit, einer Klasse, einer Familie. Also es ist die Schnittstelle zwischen der Gesellschaft und dem ganz Privaten. In unserer Psyche gibt es sozusagen, der Freud sagt mit einem sehr schönen Begriff, den Statthalter der Gesellschaft, ja. Das heißt, wir sind schon in unserer psychischen Struktur gesellschaftlich bestimmt und determiniert. Ideologisch übrigens, würde ich dazu sagen. Und in dem Fall haben wir uns sozusagen mit viel Mühe diese Über-Ich-Strukturen sozusagen, sind wir in einem gewissen Sinn losgeworden. Aber was wir uns eingehandelt haben, ist eigentlich eine sehr unerbittliche Herrschaft des Ich-Ideals. Und vor allem, es hat eben etwas Asoziales. Also stellen Sie sich jetzt mal vor, früher, ne, hatte man ja eine Kamera und damit hat man ja fotografiert, und zwar die anderen. Das war ja eigentlich der Sinn des Fotografierens. Heute hat man ja eine Kamera und fotografiert den ganzen Tag sich selbst. Also im Grunde ist eine völlig auf sich selbst, ein Selfie zurückgeworfene Kultur, ich und mein Frühstück, also als ob das irgendjemand interessieren würde, dann muss es aber auch Likes dafür geben, ich und mein Frühstück, also Zustimmung, toll, du kannst schon frühstücken, ne? Ich irgendwie am Bahnhof in Leipzig, toll, der kann reisen, ich mit Isolde, ah super, der kennt so tolle Leute, so muss ich den ganzen Tag Selfies irgendwie machen von mir. Aber das Selfie hat ja sozusagen genau diese Struktur zwischen dem, wir müssen ja verstehen, wir sind das Ich-Ideal, ja? Diese viel bessere, vollkommenere Version unserer selbst, das verweist das Ich, dass wir alle sind, immer in eine völlige Unzulänglichkeit. Wir alle sind sozusagen kümmerliche Ichs, jeder von uns. Ja, und sehnt sich danach, dieses Ideal zu erreichen. Aber da das Ideal unerreichbar ist, verweist es uns eben in diese ständige Unzulänglichkeit, gegen die wir immer anrennen. Und das Selfie ist wie eine Art Holzschnitt, ja, wo man sozusagen dadurch, dass man sich selbst fotografiert, verdoppelt sich das aber, weil das Bild ausgestellt wird, weil meistens fotografiert man es ja, um es jemandem zu zeigen, um es hochzuladen. Also allein durch diese Bewegung wird das Bild in der Kamera zum Bild des Ideals, das sozusagen auf, in dem sich das kleine Ich sozusagen spiegeln will. Also es gibt sozusagen dieses Spiegelverhältnis, dem wir ständig hinterherrennen. Und ich glaube, so würde ich das zusammenlesen. Und was ist jetzt die Funktion der anderen? Also die müssen mich liken. Naja, ich glaube, es gibt verschiedene Funktionen der anderen. Die erste Funktion ist, dass die anderen ja meine Konkurrenten sind. Ja, der Konkurrenz sind wir schon begegnet. Die zweite Funktion ist, dass sie mein Publikum sind. Und das ist wirklich etwas, was man sich sehr genau anschauen muss. Wir sind heute alle ständig wechselseitig füreinander Publikum. Und Publikum heißt, dass die Anerkennung, die darüber entsteht, dass diese Anerkennung nicht die Anerkennung ist im alten Sinne, dass man sich gedacht hat, es gibt eine wechselseitige Anerkennung als Gleiche, ja, womit sich sozusagen Gesellschaft etabliert, sondern diese Anerkennung ist eine narzisstische Anerkennung. Sie ist asymmetrisch, ja, weil man sich nicht wechselseitig anerkennt, sondern sozusagen immer nur der eine anerkannt wird, auch wenn wir dann sozusagen vielleicht im nächsten Moment die Rolle tauschen.
sie ist insofern hierarchisch und der andere kommt nicht als anderer vor, sondern er ist eben mein Publikum. So, jetzt muss ich aber zur Sicherheit, wahrscheinlich wissen Sie das, aber nochmal sagen, dass es eben bei diesen Narzissten nicht um die üblichen Ressentiments gegen FDP-Wähler geht, sondern der Narzissmus ist eine herrschende Ideologie unserer Gesellschaft. Das heißt, wir sind damit gemeint. Wir müssen uns mit uns auseinandersetzen und ausnahmsweise nicht mit den blöden anderen, oder? Ja, das ist, glaube ich, entscheidend. Also zu verstehen, wenn man sagt, Narzissmus ist eine Ideologie und es ist eine herrschende Ideologie, dann kann sie nur herrschen, wenn sozusagen alle, viele, die meisten davon in irgendeiner Weise ergriffen werden. Sonst wäre es ja nicht herrschend. Ne? Also ich glaube, das ist der Punkt. Es gibt sozusagen Leute, für die ist das ihre genuine, ja, ihnen entsprechende, auch ihre Klassen, ihren Klassenverhältnissen entsprechende Art und Weise des Ideologischen. Aber es funktioniert als Herrschende nur, wenn die anderen auch sozusagen davon ergriffen werden. Und ist das jetzt eine bürgerliche Ideologie, weil Arbeiter, Dienstleistungsproletariat bilden sich ja nicht ein, dass es so großartig ist, was sie arbeiten, und sie würden am liebsten doppelt so lange arbeiten, weil sie das so wunderbar ausfüllt. Aber natürlich funktioniert gerade darüber funktioniert ja sozusagen auch dieser Mechanismus, zum Beispiel die kleinen Chefs. Ja? Es gibt sozusagen diese Strukturierung in den Betrieben, ja? Dass man kleine Chefs durch Belobigung, durch Bewertungen sozusagen unterscheidet von den anderen. Also dass man hier Differenzen einführt. Die müssen das nicht toll finden, aber sie sind sozusagen gezwungen, dem nachzurennen. Ja? Und trotzdem gibt es da wieder dieses Moment, dass es mit dem eigenen Begehren und mit den eigenen Wünschen eine Allianz eingeht. Ja, sozusagen der objektive Narzissmus in diesen Rankingordnungen, in diesen Beurteilungen, in den Bewertungen, der nimmt unseren ganz individuellen, unseren ganz privaten Narzissmus quasi in Dienst. Er bedient sich dessen. Ja, er nützt es aus. Das habe ich vorher gemeint, es geht eine Allianz damit ein. Gut, jetzt nochmal, weil du sagtest, es hat was Gutes, hat auch was Schlechtes. Ich meine jetzt die Befreiung jetzt des Individuums aus einer, sagen wir mal, relativ konformistischen Gesellschaft der frühen mittleren Bundesrepublik, als man damals sagte, guck mal, der Nachbar hat irgendwie das und das Auto, wir wollen auch das Auto, der Nachbar hat die Waschmaschine, die Nachbarin damals noch hat diese Waschmaschine, wir wollen auch seine Waschmaschine. Das ist überwunden worden und man hat gesagt, oh, der Nachbar hat das Auto, das will ich auf keinen Fall, ich brauche ein anderes Auto, ich brauche einen anderen Urlaubsort. Ne? Also das und das war ja auch interessant, weil man hat ja sagen, konnte sich einfach tatsächlich weiterentwickeln. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo, so verstehe ich dich, im Grunde alle Kraft nur noch sagen, dieser Singularisierung, also meiner Besonderheit gilt und ich im Grunde eben meine Bezüge zur Gesellschaft damit verliere. Das heißt irgendwie einerseits gut, ich habe eine gewisse Freiheit entwickelt, andererseits irgendwie ich bin verarscht worden und bin jetzt allein in meiner Freiheit. Also erstens einmal muss man sagen, was du zuerst geschildert hast, das war natürlich eine Massengesellschaft mit Massenkonsum und Massenproduktion. Ja? Und sozusagen, was an die Stelle getreten ist, sind die vollkommen ausgedehnten und erweiterten Konkurrenzverhältnisse, die sozusagen alle Sphären heute bestimmen. Das ist sozusagen der Unterschied und das ist da, wo das gekippt ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, dass nämlich der Narzissmus eine vorherrschende Ideologie ist, aber dass er zugleich ein antigesellschaftliches Prinzip ist. Das heißt, wir leben heute in einer Gesellschaft, die nach einem antigesellschaftlichen Prinzip funktioniert. Das muss man erstmal sacken lassen. Haben Sie Fragen, meine Damen und Herren? Dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, sie zu stellen. Ja, bitte. Aber man hört nichts. Ja, genau. Darauf nicht zu. Wo unterwerfen sich diese Leute und diese Gruppe?
Naja, ich sagen wir so, durch die Bewertung, durch die Beurteilung, durch die, dass man ständig, eben egal in welcher Position man ist, von allen bewertet oder beurteilt wird, von den Kunden, von den sozusagen Arbeitskollegen, von den wem auch immer. Und diese Bewertungen sind nicht so wie früher einfach Bewertungen der Leistung, sondern hier wird immer die gesamte Person bewertet. Das ist sozusagen auch ein Unterschied. Deswegen geht es übrigens auch, das habe ich vorher vergessen zu sagen, im Narzissmus geht es nicht um schlechtes Gewissen oder und Schuld, sondern es geht immer auch um Scham. Also sozusagen das vorherrschende negative Moment ist ja, wenn der Narzissmus misslingt, ja, wenn er scheitert, was er ja immer tut und immer wieder tut. Also sozusagen das narzisstische Scheitern ist wesentlich wichtiger als sozusagen die narzisstische Befriedigung oder Erfüllung. Und da kommt die Scham auf. Und das findet Eingang in diese, auch in die gesamte Arbeitswelt oder in alle Bereiche. Deswegen habe ich gemeint, dass es eben auch andere Klassen betrifft, die vielleicht von selbst her keine Disposition zum Narzissmus hätten. Aber sie sind sozusagen gezwungen, sich diesen Bewertungen sozusagen auszusetzen. Jeder von uns ist dem vollkommen ausgesetzt. Und natürlich hat jeder das Bedürfnis, da gut abzuschneiden. Ja? Also da trifft das wieder. Und natürlich ist es ja auch so, dass es dann objektive Folgen hat. Das ist ja nicht nur, eine Liebhaberei. Ja, das ist die andere, sozusagen das ist die Kehrseite davon, ganz genau. Also die Bewertung ist natürlich einerseits Besonderung, aber sie ist andererseits eben auch Abwertung, genau. Also wir funktionieren jetzt sozusagen mit dem Narzissmus als unserer Karotte irgendwie im Sinne dieses Systems. Und die Frage ist doch aber, wer hat uns das denn eingeredet? Das waren doch wir selber, oder? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also es ist nicht das, was man in der Theorie einen Priesterbetrug nennt. Also es gibt da nicht irgendwo Verschwörungen von Leuten, die sozusagen da die Strippen ziehen würden, sondern wir sind selber alle in diese Falle gerannt, wie du auch gesagt hast. Wenn man sagt, dass der erste Bruch wahrscheinlich 68 war, da muss man genau das so, genau so sehen. Also wir haben jetzt, das ist jetzt meine These jedenfalls im Grunde, wir denken ja, jetzt sind da junge Leute da und die sind sehr rigoros und wollen uns irgendwelche Dinge irgendwie erklären und uns zu Dingen zwingen, die wir möglicherweise wollen oder nicht wollen, also die Wokies. Und meine These ist, wir haben drei im Grunde Generationen von Wokies. Die ersten Wokies waren die 68er, die sich gegen die Autoritäten aufgelehnt haben, gegen die autoritäre Gesellschaft und gesagt haben, es geht auch anders, ich zeige es euch mal, aber mit einem sehr rigorosen Sprechen eben auch, die das klassische damalige Bürgertum sehr verwirrt hat. Dann hatten wir die zweiten Wokies, das waren die 79er, das sind die Grünen Gründer, auch die Taz ist damals entstanden, die im Grunde auch zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt haben, das ist hier alles immer noch viel zu repressiv. Wir brauchen mehr Freiheiten, wir brauchen mehr Individuum, Minderheiten müssen nach vorne kommen, völlig zu Recht. Wir reden ja darüber, dass das einerseits notwendig war, andererseits eben Kollateralschäden ausgelöst hat. Und jetzt haben wir eine dritte Generation im Grunde, die eben mit einem Gender-Postkolonialismus sprach, Erweiterungsgeboten agieren und im Grunde wiederum sich berufen auf ein, ja was, berufen die sich jetzt irgendwie auf ein Über-Ich oder berufen die sich auf ihr eigenes Ich-Ideal? Na, ich glaube, sie berufen sich auf ihr Ich-Ideal insofern, als es immer, und das ist sozusagen vielleicht auch einer der Kernpunkte der narzisstischen Ideologie, um eine Zurückweisung von Allgemeinkategorien geht. Ja? Also es ist eine Zurückweisung von vorgegebenen gesellschaftlichen Rollen, von vorgegebenen gesellschaftlichen Lebenswegen, von vorgegebenen gesellschaftlichen Kategorien. Ja? Sozusagen, es ist der Versuch, sich als Einzelner so absolut zu setzen. Und da würde ich sagen, dass man gerade
die Wokes, was heute Wokes sind, eigentlich die Spitze dieser Bewegung sind. Es ist sozusagen vielleicht einer der radikalsten Zurückweisungen von gesellschaftlichen Vorgaben und man sagt, da setzt sich der Einzelne absolut, er definiert, wer oder was er ist, als wer oder was er wahrgenommen wird und der andere hat gar keine Funktion des anderen mehr, außer das zu bestätigen. Aber da an der Figur, und das finde ich so interessant, an der Figur sieht man schon den Widerspruch der ganzen Situation innewohnt. Weil es ist sozusagen der Höhepunkt dieser Selbstsetzung, des Sich-Absolut-Setzens gegen die Gesellschaft. Aber gleichzeitig bedarf es der gesellschaftlichen Anerkennung in einem viel existenzielleren Maße, als man bei alten Anerkennungsverhältnissen das hatte, weil diese Anerkennung der anderen eigentlich mich in meiner ganzen Existenz anerkennen müssen. Das heißt, man liefert sich den anderen gerade mit dieser absoluten Sache, zu sagen, ich sage wer oder was ich bin, liefert man sich den anderen vollkommen existenziell aus und da kippt das plötzlich. Das heißt, diese Figur finde ich deshalb oder diese Funktion deshalb so wichtig zu betrachten, weil man hier sieht, da wird sozusagen der Widerspruch akut, der dem Ganzen innewohnt. Also ich sehe bei Twitter auch im öffentlichen Gespräch das Moment, ein neues radikales Moment einer, ich nenne das mal bedingungslosen Anerkennung. Das funktioniert so, entweder du erkennst das an, was ich sage, als richtig oder du bist ein Feind. Bedingungslose Solidarität wird das gerne auch genannt. Entweder du bist bedingungslos solidarisch oder du kannst dich irgendwie hier schleichen. Bedingungslos bedeutet, ich selber, mir steht kein Argument mehr zu oder zur Verfügung aus identitären oder anderen Gründen, sondern ich kann im Grunde entweder mitgehen oder ich bin erledigt. Genau, und das ist eben genau das, wo ich vorher gemeint habe, das ist ein antigesellschaftliches Prinzip. Das heißt, wir leben natürlich nicht alle völlig isoliert und alleine. Wir leben in Gesellschaft, ja, wir leben in Gruppen, aber wir leben gemäß einem antigesellschaftlichen Prinzip in einer Gesellschaft. Auch das ist ein eminenter Widerspruch. Jetzt ist eine Sache, die ich faszinierend finde, und zwar haben wir ja in den autoritären Bewegungen, die ja eindeutig eine Gegenbewegung eben zu unserer liberalen Gesellschaft mit ihren ganzen Vorteilen ist, haben wir ja Führerfiguren. So, wir haben ja Donald Trump, Orban, Putin, in Österreich den kleinen Kurz. Es waren ja im Grunde... Und jetzt haben wir auch den noch kleineren Kickel. Kickel, also es im Grunde würde man jetzt in dem alten Denken ja sagen, das sind doch Führerfiguren, die eben sozusagen als Über-Ich sagen, irgendwie was jetzt zu laufen hat und das dann auch umsetzen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, also es gibt da einen wahnsinnig interessanten Text von Freud, der heißt Massenpsychologie und Ich-Analyse. Ja? Da analysiert er, wie funktionieren Massen. Und er sagt, es gibt die Möglichkeit, Weil ja eben nicht jeder seinen Narzissmus zu irgendeiner, und sei es auch nur partiellen Befriedigung bringen kann, dass man das delegiert, das Ideal. Dass man sozusagen eine Person sozusagen auswählt oder aussucht, die das Ideal an meiner Stelle verkörpert oder darstellt. In der Masse ist das, und das nennt Freud in den 20er Jahren noch ganz unschuldig, der Führer, der politische Führer. Ja? Aber bei Freud ist diese Figur noch sehr ambivalent, weil sie eben noch starke Über-Ich-Züge trägt. Ich glaube, was wir heute haben, ist, wir haben genau solche Massenbildungsphänomene, ja? Solche Gruppen. Bildungsphänomene, aber die Figur, die da im Zentrum steht, die Figur, die für die Leute diese Idealfunktion übernimmt, die ist heute nicht mehr eine Über-Ich-Figur, das heißt eine Figur, von der man meint, dass sie in irgendeiner Form etwas besser kann oder zumindest, dass man es zumindest nur unterstellt, ja, dass sie früher mussten Politiker kultivierter, intelligenter, belesener sein oder zumindest gab es die Vorstellung davon oder in irgendeiner Form, irgendeine Art von Überlegenheit. Die Figur, die heute im Zentrum steht, ist keine Über-Ich-Figur mehr, sondern der Star. Und der Star ist eine narzisstische Figur. Und das heißt, der muss nur eines erfüllen. Er muss dieses Moment der reinen Selbstbezüglichkeit darstellen, für uns. Ja? Also es geht zum Beispiel bei Trump ist ein ideales Beispiel, aber nicht, weil man sagt,
jeder sagt, ach, der hat so ein aufgeblähtes Ego und der ist so ein Narzisst, sondern es geht darum, dass die Leute, die Trump wählen, gerade das in ihm sehen und an ihm faszinierend finden, dass er nämlich rein selbstbezüglich ist. Ja, der ist wie ein geschlossenes System. Und deshalb ist es auch völlig wurscht, ob er lügt oder nicht, ob man ihn in der Lügen überführt oder nicht, weil das egal ist. Ja, er ist keine Über-Ich-Figur mehr, der in irgendeiner Form eine Autorität ist, sondern er ist der Inbegriff so einer reinen Selbstbezüglichkeit, die sich auch ihre eigene Welt macht. Ja, aber das heißt dann, die Leute erwarten auch gar nicht von ihm, seine Wähler, seine Wählerinnen erwarten auch gar nicht, dass er irgendwelche ihrer Probleme löst oder besser macht. Was erwarten die denn dann? Ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Ich glaube, dass mit diesem Slogan Make America Great Again, das war ja wahnsinnig raffiniert. Das hat so eine Dimension gehabt, in dem Moment, wo man in den Wahlversammlungen das ausgesprochen hat, hat sich das für die Leute emotional erfüllt. Sie haben sich in dem Moment sozusagen wirklich so gefühlt, dass sie teilhaben an diesem Größerwerden, an diesem Ideal. Ja? Ich glaube, dass das ein sozusagen, deswegen ist es auch so schwer, also mit Aufklärung kommt man dem nicht bei, weil das greift an einer emotionalen Ebene an und diese emotionale Ebene heißt, wir führen dich in irgendeiner Art und Weise an das Ideal heran oder wir stellen es für dich dar. Wir haben jetzt aber auch im, sagen wir mal, liberal progressiven Milieu natürlich immer diese Sehnsucht nach einem Politiker, einer Politikerin, die anders ist als alle anderen. Kommt das daher, dass wir selber ja auch anders sein wollen als alle anderen? Ja, also es gibt ja sozusagen diese Delegierung des Ideals ist ja sozusagen nicht den Rechten vorbehalten. Ja? Das gibt es ja überall. Das sind ja sozusagen in allen Formen von Gruppen oder Massenbildungen. Die Frage ist nur sozusagen, welche Art von, also sozusagen, welches Ideal man da sucht oder delegiert. Na, ich suche natürlich dann den Politiker, der so ist wie ich. Aber doch ein bisschen besser, ne? Nein, auf keinen Fall. Dann müsstest du selber Politiker werden. Nee, dann, ich will doch niemanden, der besser ist als ich. Nein, bei der Delegierung. Ja, genau, die Rolle von Habeck, genau, das ist. Ja, ich glaube, darauf wollte ja Peter Unfried auch hinaus, ne? Unterstelle ich jetzt mal. Ich widerspreche nicht, bitte. aber das ist jetzt keine Fragestellung. Naja, wenn wir jetzt sagen würden, es gab Führerfiguren, die im Grunde aus einem Autoritätsdenken heraus funktioniert haben und dann heute haben wir Ich-Ideal-Stars, die aus unserer Ich-Ideal-Vorstellung funktionieren, dann kann man ja schon fragen, wie sich Annalena Baerbock, die Außenministerin, und Robert Habeck, der Vizekanzler, da sozusagen, wie du die da siehst. Also ich denke, dass auch die, also sozusagen es gibt ja den Versuch, dem zu entgehen, ja, das diskursiver zu machen, aber letztendlich war der Erfolg von ihnen, würde ich sagen, schon ein Stück weit darüber, also darauf zurückzuführen. Musst du noch 2, 3 Sätze mehr sagen? Vielleicht ist das schwer für mich, weil ich komme ja aus Wien und habe das vielleicht nicht so aus der Nähe miterlebt. Bei uns gab es bei den Grünen nicht solche Figuren, muss ich dazu sagen. Aber es ist ja auch ein Wechsel. Also wenn ich das richtig sehe, von Joschka Fischer zu Habeck ist ja ein Sprung, ne? Und ich denke, vielleicht müsste man da ansetzen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Aber da würde ich mich nicht trauen, Ihnen das zu erzählen. Das sollten vielleicht eher Sie mir erzählen. Na, ich würde sagen, es ist der Sprung von einem Macho zu einem Feministen zunächst mal. Ja, das, okay. Okay, lassen wir es so stehen. Wir kommen zum Ende. Hier ist noch eine Frage. Gar nichts. Ja, das ist eine gute Frage. Moment, das muss ich noch. Sie beschreiben das als Gesellschaftsform, war die Frage, welche Gesellschaften betrifft das?
Also ich würde genau sagen, das betrifft nicht weltweit alle Gesellschaften. Ja? Also wenn man sieht, was im Iran zum Beispiel passiert, ja? Wenn die Frauen da aufbegehren oder so, das ist sozusagen nicht narzisstisch. Narzissmus ist etwas, was in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften vorkommt. Und wissen Sie, was wirklich interessant ist? Vor einem halben Jahr oder vielleicht fast vor einem Jahr gab es in China eine ganze Reihe von Regeln, was man plötzlich nicht mehr darf. Und wenn man sich diesen Katalog angeschaut hat, ich weiß ihn jetzt nicht mehr auswendig, aber wenn man sich den angeschaut hat, waren das all diese Momente des Narzissmus, der eben mit der Kapitalisierung einhergegangen ist, die plötzlich verboten wurden. Da ging es dann um Selbstdarstellungen, da ging es sowas wie Deutschland sucht den Superstar, solche Sendungen, Casting, Talente-Shows, also da war eine ganze Liste. Wenn Sie sich die Liste anschauen von dem, was dort verboten wurde, haben Sie genau eine Skizze von dem, was der narzisstische Überschuss in den Konkurrenzverhältnissen, wie das funktioniert. Also ich finde, Ihre Frage war sehr, sehr, sehr auf den Punkt. Ja, es betrifft nicht alle Gesellschaften. Nein, ich glaube nicht. Moment, ich muss das kurz für den Stream. Sehen Sie, dass andere Gesellschaften bewusst eine Gegenentwicklung anstreben oder nicht? Naja, bewusst strebt Putin eine Gegenentwicklung an. Das ist sozusagen eine. Also ich würde nicht sagen, dass es im Iran um eine Gegenentwicklung Gegenposition gegen den Narzissmus geht. Da geht es einfach um ganz andere Machtverhältnisse, ganz andere Strukturen und ganz andere Probleme. Aber bei Putin ist das ganz klar, ja? Er artikuliert das ja auch, nicht? Genau das sagt, was er ja quasi dem Westen vorwirft. Oder was er sozusagen, wo er sagt, wir sind dem überlegen, weil wir eben nicht diese Formen haben. Und da zählt er auch genau das immer auf. So, jetzt haben wir ja fundamentale Probleme. Die Klimakrise ist ja keine Klimakrise, sondern eine Menschheitskrise. Es geht ja sozusagen um den Fortbestand, die Grundlagen irgendwie der menschlichen Gesellschaften. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir denn aus unserem komplett narzisstischen Modell raus, um diese Probleme lösen zu können? Du meinst, so eine Minute vor zwei stellst du noch diese kleine Frage? Super! Das hat mich jetzt interessiert. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe versucht zu analysieren, wie das funktioniert. Und der letzte Satz meines Buches, ich verrate es Ihnen, ich bin dafür von vielen Leuten, die gesagt haben, sie haben das interessant gefunden, aber für den letzten Satz sehr viel kritisiert worden. Der letzte Satz lautet nämlich, der Narzissmus ist eine Sackgasse. Das ist unbefriedigend. Und das ist mir ganz klar, dass das unbefriedigend ist. Es ist zunächst mal eine Analyse der gegenwärtigen Situation. Vielleicht ist es auch nicht an der Theoretikerin, hier eine Antwort zu liefern. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, es gibt innerhalb des Narzissmus oder der narzisstischen Ideologie keinen Hebel, um das auszuhebeln. Das heißt, das lässt sich nicht intern machen. Das ist nicht so, dass man sagt, na, sind wir doch alle ein bisschen weniger narzisstisch und versuchen wir doch ein bisschen mehr Gemeinschaft. So funktioniert das nicht. Das heißt, es braucht einen sehr viel mächtigeren Hebel, um da rauszukommen. Aber das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Da habe ich aber eine gute Nachricht für Sie, und zwar heute Abend 19 Uhr spreche ich in der Galerie Kupp in Leipzig mit Harald Welzer, dem Sozialpsychologen und Bestsellerautor, und da wird es genau um diese Frage gehen. Wir machen ernst, und die Frage wird sein, aber wie genau machen wir denn ernst? So, ich sage herzlichen Dank, Isolde Karim. Danke. Ja, können Sie klatschen? Dankeschön. Und nenne nochmal das Buch, Die Qualen des Narzissmus, ist erschienen bei Solnay und 220 Seiten, kostet 24 Euro. Und wenn Sie die Taz, wenn Sie unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig, muss schnell noch sagen, unterstützen möchten, dann würden wir uns
sehr freuen, wenn Sie das tun. Es geht hier gleich weiter mit Gerd Köhn und seiner Analyse von Russland und seinem Angriffskrieg auf Europa. Also bleiben Sie noch da. Bis gleich. Dankeschön.